Ich habe da hinten zwei kleine, hoffentlich irgendwann Junghackerinnen mitgebracht. Und in der Pandemie soll ich lauter reden, ne? Weil das hört mich wahrscheinlich ihr nicht. Und in der Pandemie habe ich versucht, der Großen, die in der Kita war, 3D-Druck beizubringen. Dann war Pandemie, also keine Kita. Dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt trotzdem, weil mein Vater hatte einen 3D-Drucker. Ist das so wirklich 5 Minuten getimed? Okay. Also habe ich irgendwie sowas zusammengestrickt, so was so einem einfiel. Ich hatte noch eine Wärmebildkamera, so ein Modulchen irgendwo rumliegen, was ich dann irgendwie, alle haben sich OBS beigebracht, so zusammengebaut habe. Ich hatte das so ein bisschen zusammengeschrieben und fand irgendwie, wollte das irgendwie hier mal kurz teilen, was ich da gemacht habe. Vielleicht gibt es Leute, die sich sogar mit kleinen Kindern mehr auskennen als ich, weil ich habe nur 2 und bin da dann nie ausgebildet worden. Ich fand das aber eigentlich ganz cool. Also zum Beispiel diese Idee, wie erklärt man jemanden, besonders der nicht da ist, also der sollte ja auch nicht die Düse anfassen, wo das heiße Plastik rauskommt, wie erklärt man dem, was heiß ist? Wenn man es aber sehen kann durch so eine Wärmebildmodulchen, also das war halt so aus der, ja, ich habe so ein Ding rumliegen, das war aber irgendwie cool. Weil man konnte so sehen, das wird alles warm, das Bett wird warm, da wird so ein kleines Ding warm und dann läuft da so eine warme Nudel raus. So, ich wollte das mal kurz, jetzt muss ich das zeigen. Dubdidu. Also ich zeige mal kurz nur so Ausschnitte davon. Ach so, vielleicht genau während das läuft. Also wir waren in der Werkstatt von meinem Vati, 2. OG, Dachschräge. Ich habe da alle Technik reingestellt. Der Drucker, also riesen, also viel, viel Aufwand. Man kann es auch viel einfacher machen. Wenn man vor Ort ist, noch viel besser. Da muss man auch nicht wahrscheinlich eine Wärmebildkamera, aber man kann auch irgendwie so ein bisschen da fühlen. Da wird es warm, ohne anzufassen. Einfach, dass man so ein bisschen versteht, hey, Plastik wird warm. Was wir auch gemacht haben, was irgendwie ganz cool ist. Chaos macht Kita. Mal gucken. Es gibt so kleine Stifte, da lädt man das gleiche Filament rein. Die sind mit USB oder USB-C-Betrieb und dann kann man damit drucken. Also so Leute wachsen natürlich mit Stiften auf in dem Alter. Das war ziemlich cool, weil du kannst so diese Dimension Maschine erstmal rausnehmen und sagen, guck mal, hier ist ein Stift, der malt Plastik. Und man kann auch erstmal nur zweidimensional so den Namen malen auf irgendwie so ein Stück Backpapier. Das Lustige ist, das ist alles so Kram und man recherchiert 3D-Drucker, findet man diesen Stift, der kostet 20 Euro, also packt man den mit in den Warenkorb und dann haben wir das alles rausgeholt und mal irgendwie so gemacht. Aber es war ein cooles, rundes Konzept ein bisschen. Ich habe das unter dieser URL. Soll ich die vorlesen, damit die im Stream landet? Nee. Auch ein bisschen zusammengeschrieben. Ich glaube, hier habe ich auch noch was zusammengeschrieben auf der Webseite. Wir haben da, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde verbracht. Wir hatten einen kleinen Druck, der dann sogar während der Zeit noch lief. Währenddessen haben wir, glaube ich, mit dem Stift auch noch was gemacht. Also so ein bisschen Zeit totschlagen, um auch danach was zu haben. Einfach, hey, hier. Ich glaube, einer der Kumpels von der Großen hatte sich ein Dino gewünscht. Und dann haben wir halt so ein Dino gedruckt und konnten den, also in echt würde man den natürlich dann verschenken können. Das war ziemlich cool. Ich habe ein bisschen recherchiert danach, aber es ist unheimlich schwierig, so pädagogische Konzepte für so Kita, also unter der ersten Klasse zu finden. Oder es gibt's nicht, oder es gibt dann irgendwelche wahrscheinlich tolle Stiftungen und Dinge, die machen was. Aber die machen das. Und wenn man da nicht hingeht, dann weiß man nicht, was die machen und kann das nicht multiplizieren. Und vielleicht, ja, gibt es da irgendwas, wenn da jemand was hat, dann fände ich das total interessant. Das Konzept ist auf GitHub, das Video ist auf YouTube. Ich kann ja mal kurz so ein bisschen laufen lassen.
Das Problem war, der Sound ist mega, aber der Computer war total überlastet mit diesen ganzen Videoströmen, die ich da drin hatte. Zwei Webcams, da die Wärmebildkamera, die tolle Kamera. Und deswegen, das Bild ist super scharf, aber der Stream ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Deswegen ich jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, guckt euch das alle an. Aber man kann so ein bisschen vielleicht einen Vibe bekommen, was wir da so an Technik raufgeworfen haben. Und so ein bisschen, wie es rüber, was darüber gekommen ist. Und ich kann da vielleicht mal hier kurz so was zeigen. Ich hatte dann, da sieht man so das Konstrukt von der Kamera und der Webcam. Konnte das so nebeneinander zeigen und zum Beispiel Wärme rüberbringen. Genau. Das war die Idee, die ich hier kurz in noch 5 Minuten rüberbringen wollte. Danke.